Ich verwende in diesem Video einen Kreisel als Symbol für Gott, Gottes Schöpfung, die Seelen und die Beziehung zueinander, in der von unserem Glauben oder Unglauben unabhängigen, real existierenden, ewigen, göttlichen Ordnung. Gott ist das Höchste und der Mittelpunkt, die Achse, um die sich alles dreht. Gott ist auch die Ursache aller Ursachen. Und wo sind wir? Wir sind ein Punkt in diesem mittleren lila Streifen. Wir können uns Gott, Radha Krishna und den göttlichen Wesen zuwenden. Oder wir können uns von Gott abwenden und der niederen, illusionierenden, materiellen Energie zuwenden. Wie wir wissen, ist ein Kreisel nicht nur statisch, sondern kann sich auch ekstatisch drehen. Im nun folgenden Videoclip erscheint Gottes Hand und versetzt die gesamte Welt in Ekstase. Einen Moment lang war die vertikale Achse, welche Gott symbolisiert, auf horizontaler Ebene. Dies symbolisiert, dass Gott sich uns liebevoll zuwenden und auf Augenhöhe begegnen kann. Gott kann uns seine transzendentale, menschliche Gestalt in seinen heiligen Namen offenbaren. Ja, Gott kann sich sogar freiwillig jemandem unterordnen und tut dies auch gerne, wenn jemand Gott von ganzem Herzen bedingungslos liebt. Das ändert aber nichts an dem Kreisel. Die göttliche Ordnung und unsere marginale Position in dieser Ordnung wird dadurch nicht dunkler.